Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play der Graf von Dithmarschen, beziehungsweise eigentlich sind wir schon der Herzog von Holstein, denn das war ja eins unserer großen Ziele, um uns von unserem Herzog von Angria zu befreien. Das haben wir in den letzten Episoden geschafft. Währenddessen haben wir unsere Beziehungen zu den Nordmännern verbessert, zum Jarl von Schleswig und zum Jarl von Jylland haben wir uns Beziehungen aufgebaut, beziehungsweise sogar Freundschaften. Jylland sollten wir uns auch mal überlegen, ob wir uns mit dem anfreunden wollen, wenn wir da nicht sogar schon dabei sind. Ne, Jarl Afre, es ist noch in Schleswig tatsächlich. Und ja, ich habe tatsächlich zwischen Episoden mal kurz mir die Kulturenkarte angeguckt. Die ist ja sehr interessant tatsächlich, mit dem neuen DLC und dem neuen Update. Und das Ziel meines Let's Plays ist es ja tatsächlich gewesen, die friesische Kultur erstmal stark zu machen und damit der holländischen Kultur einen Hybriden zu erstellen. Ich habe jetzt rausgefunden, die holländische Kultur ist eine Mischkultur aus Altfränkisch und Friesisch. Also sie sind schon ein Hybrid aus der friesischen Kultur sozusagen. Und deswegen, man kann keine Mischkultur mit einer anderen bilden, die sich von der eigenen ableitet. Das wusste ich vorher nicht, bevor ich das Let's Play gestartet habe. Also müssen wir uns was Neues überlegen. Habe überlegt, da ja auch die Nordmänner am Forst, also die Nordmänner nehmen gerade Holland ein hier nach und nach. Ja, Thorstein, der nordische Asatru, hat hier dann zum Beispiel schon Teile von Friesland eingenommen. Und Holland wird eh immer schwächer. Habe ich überlegt, dass wir uns vielleicht auch aufgrund unserer guten Beziehung zu den Nordmännern doch eben hier ein kleines Stück Friesenland einrichten. Also das hier soll alles Friesisch werden und vielleicht noch ein bisschen weiter, aber vielleicht hier die holländische Küste entlang noch. Also hier Ostfriesland sozusagen. Also Ostfriesland muss auf jeden Fall Friesisch werden. Die Grafschaft Ostfriesland, sage ich einfach mal. Und dass wir dann einen Hybriden aus Nordkultur, also Nordisch und Friesisch erschaffen. Denn norddeutsche Griller sind einfach härter und irgendwo muss es herkommen. Also denke ich, das ist ein Hybride aus der friesischen Kultur, ich glaube, der friesischen Kultur und der nordischen Kultur wird. Die polabische Kultur möchte ich gerne verdrängen hier tatsächlich. Und Sächsisch kann halt auch weiter im Süden bleiben, meinetwegen. Aber mein Ziel sollte wirklich die Befreundung oder die Freundschaft mit den Nordmännern sein. Ich meine, vielleicht streben wir irgendwann das Königreich von Dänemark an als Ziel. Weiß ich nicht. Dieser Charakter auf jeden Fall eher weniger. Mal gucken, ob unser Erbe ist ja irgendwie. Er ist ehrgeizig. Unser Erbe wäre ehrgeizig. Es wäre auf jeden Fall in seinem Charakter, dass er das Ziel hätte, König zu werden. Mal gucken, ob wir es hinkriegen mit diesem Charakter. Aber auf jeden Fall, wir wollen ein bisschen Roleplay betreiben. Dieser Charakter hat viel geschafft in seinem Leben. Er hat seine Freiheit erlangt, was ihm wichtig ist. Und ja, das ist so das Ziel für diese Episode. Und wir sagen, legen wir mal los. Wo waren wir genau stehen geblieben? So, haben wir irgendwelche Kriegsgründe? Ich gehe einfach mal hier die derzeitige Lage durch. Einen Hofarzt könnten wir anwerben, ist nie schlecht. Ich bin Kulturbotschafter. Könnte meinem Sohn die Hofarztwürde geben. Zeugwart. Haben wir irgendwer, der für irgendwas geeignet ist? Hier durchschnittliche Eignung für Hoftutor. Ich denke, Hoftutor wäre auf jeden Fall mal angebracht. Wir möchten, dass unsere Kinder gut gelehrt werden. Meine Tochter ist sehr geeignet dafür. Oder durchschnittlich geeignet. Ich denke, meine Tochter darf Hoftutor werden. Ja. Kann sie gerne werden. Kostet uns ein bisschen Geld, aber ich will jetzt mal ein paar bisschen mit diesen Entscheidung hier auch spielen tatsächlich. Ansonsten würde ich sagen, drücke ich mal auf Play und lass das Ganze mal losgehen hier. Dann gucken wir mal, was passiert. Also ich verbessere meine Beziehung im Norden. Ich würde sehr gerne. Es ist schwierig hier reinzukommen. Ich könnte auch überlegen, den Glauben tatsächlich anzunehmen. Den Asatruschen. Also nicht als dieser Charakter. Er ist auf jeden Fall keiner, der den christlichen Glauben verraten würde. Mein Sohn vermutlich auch nicht. Aber man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht haben wir irgendwann einen zynischen Charakter oder sowas, der sich denkt, ach, die Christen sind doch alle doof. Ich mache hier mein eigenes Ding. Und ansonsten haben wir gerade nicht so viel zu tun. Ich würde ein bisschen Geld sparen. Ich würde gerne Dithmarschen ausbauen. Ich würde auch gerne. Nee, wir wollen Lübeck zu einer Burg umbauen. Das ist erstmal Priorität. Ganz, ganz wichtig für den Erfolg unserer Familie. In der Nachfolge verliere ich den Titel von Lübeck tatsächlich. Das wäre nicht so schlimm. An meinen, wie ich finde, besseren Sohn.
Ich liebe ihn. Er ist kaufmännisches Genie. Er ist gefühllos, nachsichtig, sprunghaft. Also aus Sicht meines Charakters eher ein misslungener Sohn, weil gefühllos passt gar nicht zu uns. Aber er kann einfach sehr gut mit Geld umgehen. Und ja, hier haben wir eine religiöse Überzeugung. Ich hatte einen Einfall, was meine Versuche anbelangt, ja, Alfred in Einklang mit meinen Interessen zu bringen. Vielleicht könnte ich argumentieren, dass es im Interesse sämtlicher Satru ist, mich anstelle irgendeines anderes katholischen Herrschers zu unterstützen. Ich glaube, ich kann ein sehr überzeugendes Argument vorbringen. Prestige und Meinung? Ja, auf jeden Fall. Ich habe Prestige verloren. Schade, schade, schade. Das hätte mal gut laufen können. Ist aber mal wieder nicht. Glaubensoberhaupt um Gold bitten, darauf habe ich gewartet. 250 Pietät gegen ein bisschen Gold. Sehr, sehr nett. Wenn man kann, sollte man es tun. 100 Gold extra. Und somit wird Lübeck dann irgendwann noch nicht ganz so useless sein, wie es jetzt die ganze Zeit war. Und wir haben langsam unser Reich ein wenig unter Kontrolle gebracht. Weil die Grafschaften endlich von Leuten gehalten werden, die sie halten dürfen. Und so soll es dann ja auch sein. Hier haben wir einen Bischof, einen Fürstbischof, der mich auch mag. Er sollte auf dem Rat sitzen. Ein 23-jähriger Fürstbischof von Bremen. Rachsüchtig, schüchtern und zufrieden. Eigentlich sehr ein zufriedener Charakter. Ich glaube jetzt nicht, dass er mich jetzt eher um Ratsposten fragen würde aktiv. Deswegen kriegt er auch mal keinen Ratsposten tatsächlich. Mal, was für Entscheidungen wir hier so hätten. Das möchte ich jetzt alles nicht machen. Weil wir das Geld sparen müssen. Ein Hochdeutschlehrer. Lohnt sich das noch, die Sprache meines Lehnsherrn zu lernen? Darf ich gar nicht. Ich habe schon 3 von 3 Sprachen tatsächlich. Das ist also egal. Die Kriege, die wir erklären können. Sehr interessant. Wir können ja Religionskriege halten. Ne? Aber ich möchte jetzt keinen Krieg gegen unsere Freunde anfangen. In diese Richtung zu expandieren, fände ich nicht so spannend tatsächlich. Also in Richtung Osten momentan. Außerdem gehört das auch schon Irland tatsächlich. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass die sich hier uns rangezweckt haben. Also wir sind ziemlich umzingelt von Irland. So ein starker Gegner, falls wir uns irgendwann mal doch für Krieg entscheiden sollten. Nee. Ich sehe hier gerade keine große Expansionsmöglichkeit. Dieser Herzog hier, das wäre eine Möglichkeit. Aber er hat 2000 Mann. Er hat 2000 Sondersoldaten, wo auch immer er die her hat. Wahrscheinlich hat er ein Wikinger-Abenteuer gemacht und dann Friesland eingenommen. Thorstein von Friesland. Wäre auf jeden Fall irgendwann mal interessant. Wir haben Verbündete. Ich habe nicht genug Prestige, um die Verbündete. Doch, ich hätte genug Prestige. Vielleicht wäre das noch eine Überlegung wert. Liegt das im Charakter? Er ist ehrlich, treuherzig und maßvoll. An sich würde ich sagen, spricht nichts dagegen. Wir sind ja ein guter Christ. Und wir haben hier Ungläubige an der holländischen Küste sozusagen. Wessex ist jetzt auch in Holland. Was passiert denn hier? Ich glaube, die holländische Kultur wird hier richtig hart vertrieben. Ja, es gibt keinen Grafen mehr mit holländischer Kultur im holländischen Land. Also stirbt Holland vielleicht tatsächlich auch aus, die holländische Kultur. Irgendeine Mischkultur wurde erschaffen, die uns wahrscheinlich nicht interessiert. Hofarzt ist eben momentan nicht. Und die wenigen Ritter auch nicht, weil ich kein Geld hätte, sie zu rekrutieren. Ein Diplomatievorzug. Wir sind schon ein Diplomat. Ich glaube, ich nehme die wahre Herrschaft. Wir sind auf jeden Fall überzeugt, dass wir der wahre Herrscher sind. Und es passt einfach ins Roleplay rein. Wir sind von Herzogen umgeben, keine Grafschaft. Hier ist eine Grafschaft von Nassau. Kann man auch nicht viel mehr machen. Meine Bündnispartner sind, glaube ich, ich habe recht starke Bündnisse. Also wenn ich Lübeck umgebaut habe und dann ein bisschen Geld spare oder derzeit nicht schon sterbe, was ja scheinbar nicht so aussieht momentan. Ich bin wirklich froh, dass wir nicht gestorben sind. Wir hatten ja kurz vor 2, 3 Episoden, da war so eine Zeit, wo ich den Krieg gegen mein Lehnsherr verloren habe und im Gefängnis saß. Und da dachte ich eigentlich schon, das war's für uns, für Mische von YouTube. Aber er hat sich nochmal gefangen. Er hatte jetzt auch ein stolzes Alter von 61 Jahren tatsächlich. Und unser gichtgeplagter Sohn. Ja, es tut mir sehr leid um ihn. Einbeinig und gichtgeplagt. Er hat in dem Kampf für unsere Freiheit hat er sein Bein verloren. Engel Trudes wird erwachsen. Ich bin stolz darauf, meine Tochter nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsene zu sehen. Sie ist eine scharfsinnige Intellektuelle geworden. Oh Gott, und sie ist verlobt mit so einem alten 79-Jährigen. Ich hatte ja gedacht, der stirbt, bis es zur Heirat kommt. Ich möchte dieses Verlöbnis nicht
Verlobung wurde erfüllt. Aber er ist auch gestorben. Was ist da gerade passiert? Das, die Beeinflussung von Jarl Afra hat funktioniert. Wir haben kein Bündnis mehr mit ihm. Wer ist denn sein Erbe gewesen? Warte, wer ist dein Erbe gewesen, Kinder? Er ist dein Erbe gewesen. 427 Mann. Ich wollte da nicht weg, sorry, hab mich verklickt. Ich hätte ja gerne sonst dir, meine Tochter. Engeltrudis, das ist doch... Ach, er ist hässlich. Reizlos. Aber er ist tapfer. Ich glaube, es hat mir wesentlich besser gefallen. Merkwürdig, dass ich kein Bündnis mit ihm kriegen würde. Da muss ich mal ganz kurz gucken, was ist jetzt hier los? So, du hältst dieses Land und dein Bruder... Nee. Dein Vater... Sag mal, wer ist denn jetzt hier? Okay. Du hast dieses Land gehalten. Und jetzt hat tatsächlich dieses Kind, ein Sechsjähriger, die Grafschaft geerbt. Und diese Grafschaft hat der große Bruder geerbt. Wenn ich dich mit Engeltrudis verheirate. Dann hätten wir halt ein Bündnis. Aber er wird nicht annehmen. Weil sie auch schon zu alt ist, wenn er alt wird. Und zu viele Bündnisse. Dann nehmen wir doch dich und gucken mal, ob du vielleicht Interesse hast an meiner Tochter. Auch nicht. Okay, ist das Bündnis mit Schottland jetzt halt erstmal Geschichte. Somit zerfällt dieses Bündnis. Herzog Ludolf, unglaublich stark. Ist auch noch nicht verheiratet. Du könntest doch... Hätten wir nicht zu viele Bündnisse, wäre es auf jeden Fall möglich. Müssen wir bei uns die Bündnisse durchgucken. Ich als alter Diplomat muss mal abwägen. So, mit meinem Oberbürgermeister Volkwart, das ist mein Sohn. Du bist ja schon verheiratet, ne? Ja, wollte ja auch keine Heirat mehr erlauben. Dieses Bündnis ist eigentlich, dürfte nicht zu unseren Bündnissen zählen. So, dieses Bündnis zählt zu unseren Bündnissen. 667 Mann, die möchte ich auch eigentlich gerne behalten. Ist in meinen Augen ein gutes Bündnis. Dieser Graf ist auch okay mit 400 Mann. Und Graf Bruno von Minden. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, die Bündnisse sind alle ganz in Ordnung, so wie sie sind. Wir haben die 200 Gold. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Ziel für diese Episode gewesen. Der Stamm wird jetzt feudalisiert. 500, nee. Ach du Scheiße, das kostet mich 500 Gold. Das hier dachte ich wäre Ausbauen gewesen. Aber das ist nur die Stammesfeste zur ausgebauten Stammesfeste. Ich möchte ja feudalisieren. Das kostet mich 500 Gold. Das ist sehr, sehr viel Gold. Das sehe ich tatsächlich nicht so schnell passieren. Da sehe ich mich eher meine Grafschaft-Hauptstadt ausbauen. Und zwar mit den Feuchtgebietshöfen vermutlich, ja. Stecken wir das Geld da rein. Und Stade kriegt tatsächlich auch dann Höfe und Felder, sobald wir 150 Gold haben. Und dann verdiene ich mehr Geld, um später auch dann schneller die 500 Gold zu verdienen, sozusagen. Und die Westerweiterung in dieses Land sehe ich. Sieht für mich sehr interessant aus. Auch wenn es bei meinem Todesfall natürlich, weil es ein Herzogtum ist, an meinen Sohn gehen würde. Das muss man natürlich bedenken. Ich hätte ja noch ein drittes Kind. Jetzt wo ich drüber nachdenke, aber es wird wohl nichts mehr. So, im Druckmittel ausgelaufen, nicht so wichtig. So, die Kultur in Lübeck wurde gefördert. Friesisch verbreitet sich langsam. Das machen wir in Hamburg weiter oder in Stade. Ich würde sagen, in Stade machen wir weiter. Schicken wir ihn Kultur fördern in Stade. Wobei, nee, Stade ist schon friesisch gewesen. Sehe ich das gerade richtig? Ja, Stade ist schon... Ah, interessant. Wir haben schon drei Kulturen. Dann möchte ich Kultur fördern in... Darf ich das nicht da, wo man... Doch. In Bremen. Nee, ich will Hamburg haben. Machen wir jetzt
Stück für Stück hier. Das dauert 8 Jahre. Mein Sohn kann jetzt seine eigene Stadt unter friesische Herrschaft bringen. Das Witzige ist, er selber ist ja Holländer. Kann ich dich dazu bringen, die Kultur doch wieder zu ändern? Kultur kann ich nicht so einfach ändern. Nee, nee. Okay. Wir sind ja im Krieg, fällt mir gerade auf, gegen König irgendwas. Unser König verteidigt sich gegen großen Meeren. Sehr interessant auch. So, jetzt ist hier auch genug beeinflusst worden. Tatsächlich, dieses Komplott brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, Alfred würde ich jetzt gerne als Freund haben. Erstmal das Komplott beenden. Jo. Und dann möchte ich hierhin Freundschaftskomplott, 100% Chance. Und wir haben angefangen, uns zu befreunden mit ihm. Und dann gehe ich hier weiter in... Was wollte ich? Lüge der Stade gucken. Wir haben noch keine 150 Gold. Nope. Dann einfach Play drücken, warten. Bis es weitergeht. Mal gucken, wie unser Haus sich so macht bisher. Wir haben 11 lebende Mitglieder. Also ich finde, da kann man schon ganz stolz drauf sein, in der ersten Generation mit 11 lebenden Mitgliedern dann zu beenden, sozusagen. Unsere Dynastiebekanntheit steigt auch. Und wir können Kriege erklären. Ja, ich weiß... Ich würde diesen Krieg auch wirklich gern erklären. Ich finde, das ist eine große Chance, die wir ja haben an dieser... Wenn ich hier in Stade meine Truppen aushebe. Ich habe 933, Mann. Das wird ja nicht reichen, um irgendeinen Krieg zu gewinnen. Wo sind denn alle meine Verbündeten? Der Graf von Passau würde von hier unten kommen mit 500 Mann. Der Graf von Minden ist direkt hier. Da könnte ich ja schon mal neben sein. Passau und Minden, dann würden wir uns hier irgendwo verbinden. Und dann haben wir noch den Graf von Zupfen, der kommt von hier und das ist gefährlich. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass er seine Männer in Brot schickt. So, und dieser Graf ist ganz wichtig, der kommt auch von hier unten. Ja, wollen wir es einfach mal riskieren, den Krieg? Ich glaube, das ist eine Frage für die nächste Episode. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, euer Mische.